Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und heute sprechen wir über das Thema die 5 größten Fehler bei der Baufinanzierung. Das Video haben wir schon mal gedreht, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, war von der Qualität nicht so gut, auch nicht vom Ton her. Deshalb nehmen wir das Ganze jetzt nochmal neu auf mit 2, 3 weiteren Informationen. Ich weiß, dass ein Großteil der Zuschauer jetzt hier aktuell keine Abonnenten sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wenn ihr die Glocke drückt, weil dann bekommt ihr auch Informationen, wenn die nächsten und neuen Videos zum Thema Immobilien hochgeladen werden. Ich wünsche dir was. Gleich sprechen wir über das Thema die 5 größten Fehler der Baufinanzierung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Die 5 größten Fehler der Baufinanzierung und einer der größten Fehler ist das, was meistens am meisten wehtut im Geldbeutel, und zwar eine zu hohe Belastung. Man muss einfach wissen, dass Menschen, wenn die Immobilien sehen oder kaufen, dass sie die aus unterschiedlichen Gründen kaufen, und meistens sind Menschen eher emotional gesteuert. Also das heißt, wenn du deine Immobilie als Eigennutzer kaufst, das heißt, du kaufst deine Immobilie, weil du dort selber einziehen willst, ja, planst dein Einfamilienhaus, dann wollen sie das unbedingt haben. Ja, sie wollen unbedingt dieses Einfamilienhaus haben, beschäftigen sich damit, malen sich das im Kopf schon aus, haben einen Traum und sehen dann gar nicht so richtig die Zahlen. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass du schaust, dass deine monatliche Belastung für dich nicht zu hoch ist. Ja? In der Regel ist es so, dass du dann das Ganze an deiner Haushaltsrechnung messen kannst. Ja, relativ einfach. Ich habe das in dem einen oder anderen Video schon mal kommuniziert. Wie wird eine Haushaltsrechnung bei einer Bank berechnet? In der Regel ist es so, dass der Ernährer oder der Hauptverdiener, ja, in dem Haushalt, für den wird automatisch 750 Euro abgezogen. Das bedeutet, derjenige, der, wenn du jetzt alleine in dieses Haus einziehen würdest und oder in diese Wohnung einziehst, dann sagt die Sparkasse oder Volksbank oder Raiffeisenbank oder sowas, sagt roundabout 750 Euro, setzt sie an für deine Lebenshaltungskosten. Das heißt Essen, Trinken, Versicherung, Auto, Sprit, solche Sachen. Das sind ungefähr 750 Euro. Ja? Für jede weitere Person, die mit dir im Haushalt wohnt, sind es ungefähr 200 Euro. Das heißt, du hast eine Frau, du hast eine Freundin, dann für diese Person weitere 200 Euro. Wenn du jetzt zum Beispiel nochmal ein Kind hättest oder 2 Kinder, für jedes Kind nochmal 200 Euro Lebenshaltungskosten. So, das heißt, wenn du jetzt roundabout 2000 Euro verdienst, man zieht davon 750 Euro ab, ist man bei 1250 Euro, du machst das Ganze mit deiner Freundin zusammen, dann zieht man für diese Freundin nochmal 200 Euro ab. Vorausgesetzt, deine Freundin würde jetzt kein Geld verdienen, aber das ist einfacher für dich einfach zum Verständnis. Somit hättest du jetzt einen gewissen Betrag und dann sagt die Bank, okay, da hättest du jetzt zum Beispiel noch einen Überschuss. Das heißt, du könntest dir jetzt zum Beispiel ungefähr einen Kredit von 900 oder 1000 Euro leisten. Wichtig ist aber, du musst wissen, dass Unvorhergesehenes kommt. Ja, es geht mal ein Auto kaputt, es passiert mal irgendwas, es muss mal irgendwas gekauft werden oder sonstiges. Und deshalb solltest du das auf jeden Fall mit einberechnen. Das heißt, mach eine ganz normale Haushaltsrechnung, schau auf jeden Fall, was geht rein und was geht raus. Mach dir Gedanken darüber, was kannst du dir wirklich auch leisten. Und erst dann kommt zu dem Thema Immobilien. Wir machen das mit unseren Coaching-Teilnehmern immer ganz genau. Also wir erarbeiten mit unseren Coaching-Teilnehmern zum Beispiel immer, was kannst du dir leisten, was sind deine Ziele und Wünsche, wo willst du hin? Und da muss man auch einfach wissen, bist du eher der Kapitalanleger, also kaufst du die Immobilie, damit du sie selber nicht bewohnen willst, oder bist du der Mensch, der wirklich in seine Immobilie selber einziehen will, weil es natürlich auch ein Unterschied ist von der Haushaltsrechnung. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung, will diese nicht selber bewohnen, sondern will die vermieten, ja, dann bezahlt ja jemand anderes für mich meine Miete und nicht ich selber. Der zweite Punkt ist die falsche Laufzeit. Das heißt, manchmal, da muss man einfach auch differenzieren dazu, dass manche Leute einfach eine zu lange oder auch zu kurze Laufzeit nehmen. Es sind zwei Gründe. Man muss einmal wissen, es gibt einmal die Laufzeit. Das heißt, man sagt, okay, innerhalb von 30 Jahren will ich fertig sein mit diesem Kredit, dass diese Immobilie mir gehört, zum Beispiel. Und dann gibt es noch das Thema, wie lange habe ich überhaupt Zinsbindung, die in der Regel so zwischen 10 und 15 Jahre ist. Da muss man einfach wissen, dass beides natürlich in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen zusammenhängt. Vor allem als Eigennutzer sehe ich ganz häufig die Situation, dass die Leute sagen, ich will natürlich möglichst schnell meine Immobilie, dass sie mir gehört. Ja, im Kapitalanlagebereich ist es meistens nicht so sinnvoll, dass die Immobilie schnell dir gehört, gerade in der heutigen Zeit,
weil ich glaube, dass weiterhin und nachhaltig die Zinsen nicht exorbitant steigen werden. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn du eine andere Meinung dazu hast, würde ich mich freuen, wenn du das unten in den Kommentaren vielleicht nochmal mit dazu schreibst, was du glaubst, wo die Zinsen in den nächsten Jahren hingehen. Deshalb ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du einfach guckst, was für eine Laufzeit für dich wichtig ist. Ja? Wann sollte deine Immobilie vielleicht schuldenfrei sein? Macht es vielleicht Sinn, weniger zu tilgen? Ja? Also dadurch eine längere Laufzeit in Kauf zu nehmen, weil du gerade in der aktuellen Situation durch die günstigen Zinsen vielleicht einen höheren Cashflow generieren kannst mit deinen eigenen Immobilien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das musst du dir auch vorher schon mal zu Gemüte führen, wenn du über das Thema der Baufinanzierung nachdenkst. Wie viel will ich tilgen? Ja, wie lang soll überhaupt mein Kredit gehen? Will ich irgendwelche Sondertilgungen und so weiter haben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mach dir da vorher auf jeden Fall Gedanken drüber. Der dritte Punkt, den ich dir auf jeden Fall raten kann, ist das Thema der Absicherung. Das bedeutet, was passiert, wenn du mal deinen Kredit nicht mehr bezahlen kannst? Warum auch immer, von Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Herausforderungen zum Beispiel. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, dass man sich dagegen absichert. Ja, zum Beispiel, du bist Motorradfahrer, fährst irgendwo durch die Fränkische Schweiz, dir passiert irgendwas, du bist leider nicht mehr da und deine Familie, also deine Frau und dein Kind müssen jetzt weiterhin diese Immobilie irgendwie versuchen abzubezahlen und dein Einkommen fällt weg. Und da gibt es einfach Mittel und Wege, dass man dagegen vorgeht. Zum Beispiel eine Risikolebensversicherung, wenn du arbeitsunfähig werden würdest, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Oder dass man sich schaut, gegen was kann ich machen bei dem Thema der Arbeitslosigkeit? Was ist, wenn mein Arbeitgeber stellt mich aus oder kündigt mich oder muss mich kündigen vielleicht auch in der aktuellen Situation? Welche Alternativen gibt es? Und da musst du dir halt einfach vorher Gedanken drüber machen und musst eventuelle Lösungen dazu finden und musst vielleicht sagen, okay, ich lege mir für solche Sachen, dass wenn sowas passiert, lieber nochmal einen Puffer beiseite, ja, und sage, ich kann 2, 3, 5 Monate vielleicht überbrücken, ohne dass dann irgendeine Herausforderung mit meiner Bank oder mit meinem Kredit geben würde. Eine weitere Thematik ist das Thema der Fördermöglichkeiten. Es ist was viele von euch bei dem Thema der Finanzierung einfach nicht bedenken und viele Banker kommunizieren es auch nicht. Es liegt einfach daran, weil es dafür weniger Provision oder weniger Marge gibt. Ich will jetzt nicht alle Banker über einen Kamm scheren, das wäre auch unfair. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, gerade wenn wir Objekte haben, die wir zum Beispiel an Endkunden verkaufen, ist da meistens die Möglichkeit dabei, ein KfW-Darlehen zum Beispiel zu bekommen. Sind bei uns im Denkmalschutz meistens 120.000 Euro zum Zinssatz von 0,75 und dann gibt es eventuell nochmal einen Tilgungszuschuss obendrauf. Viele Banken machen das nicht oder wollen das nicht machen, weil sie dann dafür einfach weniger Provision oder auch gar keine Provision oder gar keine Marge bekommen für diese 120.000, für den Rest natürlich schon. Da kann man aber auch noch andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch zur LABO gehen, Landesbodenkreditanstalt. Auch hier gibt es nochmal vergünstigte Kredite oder es gibt auch manchmal nochmal Zuschüsse. Ja, das heißt, da kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut informieren. Es gibt online einige Informationsmöglichkeiten und natürlich auch der Bankberater kennt sich in der Regel sehr, sehr gut aus und weiß, welche Fördermöglichkeiten es da für dich gibt. Und somit, das solltest du auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Der letzte und wichtigste Punkt ist das Thema Finanzierungen vergleichen. Das heißt, du solltest schauen, dass du dir einfach mehrere Angebote geben lässt von unterschiedlichen Banken, vielleicht auch sogar von unterschiedlichen Finanzierungsvermittlern. Woran liegt es? Weil die natürlich auch unterschiedliche Netzwerke haben. Ja, in der Regel ist es so, dass ein Großteil der Finanzierungsvermittler auf die gleiche Software zurückgreifen. Das ist Europace 2, wobei es jetzt auch noch 2, 3 andere gibt zum Beispiel. Und dort haben alle natürlich den gleichen Zugriff, meistens auch gleiche oder ähnliche Konditionen. Wenn du natürlich aber jetzt mit einem Finanzierungsvermittler zusammenarbeitest, der einfach schon länger drin ist, der vielleicht auch schon Kontakte zu Vorständen von verschiedenen Banken hat, der hat natürlich ein besseres Standing und kann vielleicht nochmal den besseren Kredit rausholen, kann vielleicht nochmal kostenfrei eine bessere Tilgung rausholen, sodass du einfach eine Sondertilgung kostenfrei mit dabei hast. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und deshalb lege ich dir auf jeden Fall ans Herz, dass du die verschiedenen Angebote vergleichst. Ja? Und hier ist aber ganz wichtig, dass du auch immer Äpfel mit Äpfel vergleichst und nicht Äpfel mit Birnen. Das heißt, du solltest schauen, passen die Laufzeiten, sind die Laufzeiten gleich? Ja? Wie lang ist die Zinsbindung? Ja? Ist die auch gleich zum Beispiel? Gibt es irgendwelche versteckten Kosten nochmal, ja, für irgendwelche Sachen? Ja? Und da solltest du einfach gucken, dass du deine Hausaufgaben machst. Und das sind jetzt 5 Tipps und Tricks, die ich dir auf jeden Fall ans Herz legen kann, wenn du dich mit dem Thema Baufinanzierung beschäftigst. Ein Großteil der Zuschauer, jetzt weiß ich, die sind keine Abonnenten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du die Glocke drückst. Es wird weitere Informationen und immer wieder Videos geben zum Thema Finanzierung und zum Thema Immobilien. Und ich wünsche dir was, eine schöne, erfolgreiche Woche. Ich freue mich natürlich auch noch über einen Daumen hoch. Bis dahin, dein Schmidt Christian. Ciao.